Und hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Test Jurassic World Evolution. Hier sieht man es ja, der Hubschrauber zieht gerade den toten Dino ab. Wir haben den nächsten Todesfall. Oh, schade, schade. Aber naja, es ist schon wieder ein neuer am Ausbrüten. Dinosaurier fressen. Und da ist er. Auch wieder mit diesem schicken Muster. Wunderbar. So, was wir haben. Wir haben ein kleines Stromproblem. Das heißt, wir müssen ja Strom im Endeffekt nochmal nachproduzieren. Das machen wir hier über dieses Kraftwerk. Das Kraftwerk ist noch mit nichts verbunden. Kein Kabel, genau. Das heißt, wir brauchen ja im Endeffekt noch Strommasten. So, und am besten ziehen wir das gleich erstmal, ja, hier rüber. Und dahin. Zack. Und jetzt müsste unser Stromproblem auch schon gelöst sein. Ja, ist es auch. Denn dieser Unterstand hier, Beobachtungsgalerie, hatte keinen Strom, ja, keinen Saft. Wir haben auch schon den ersten Dino gehabt, der ausbrechen wollte, hat diesen Zaun kaputt gemacht. Und das heißt, mein Denkansatz war vielleicht nicht so verkehrt, aber ich müsste vielleicht nicht bloß die Zäune elektrisch ausstatten, die bei den fleischfressenden Sauriern sind, sondern auch bei denen hier. Achso, die hatte ich hier schon. Zu nah am Dinosaurier. Ach, hier ist jetzt gerade einer. Ach Mensch, kannst du da nicht abhauen? Dann machen wir hier auf der Seite weiter. Hier ist auch das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Wo geht denn der Zaun weiter? Ah, hier. So, so, so. Andersrum. Zu nah am Dino. Also hier geht es jetzt gerade nicht. Na gut, der würde wahrscheinlich den sofort in den Wisch kriegen. Jetzt gucken wir mal die Gesundheit an. Oh, der ist krank. 0%, der stirbt doch gleich. Merix. Aufgabe hinzufügen. Kann man da jetzt überhaupt irgendwas machen? Oh nein. Er ist tot. Das kann nicht wahr sein. Die sterben ja hier wie die Fliegen. Unterwegs, um Futterstation zu füllen. Futter ist auch alle. Ein Edmonto. Schon wieder. Ja, das liegt an der schlechten Qualität der Genome. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Denke ich mir mal so. Ich muss ja doch noch ein bisschen Forschung betreiben. Weil der ist ja auch bloß bei 74%. Na gut, dann schicke ich das Forschungsteam nochmal los. Dass die vielleicht nochmal... Oh. Wenn Dinge schief gehen, an wen wendet man sich? Sie haben es schon geahnt. Also sehen Sie diesen Auftrag als Teil unserer Allzeitbereitschaft an. Extrahieren Sie im Fossilienzentrum neue DNA, um mindestens 50% eines Dinosaurier-Genoms zu erhalten. Hm. Ja, okay. Edmonto wollten wir ja nochmal. Ja, oder Dracorex. Wir nehmen mal den Dracorex, den haben wir ja noch nicht. Ich will eigentlich so viel wie möglich hier noch zeigen. So, Fossilien haben wir wieder neue. Giangosaurus. DNA extrahieren natürlich. Der ist auch bei 70%, aber 70%, wie gesagt, ist ein bisschen wenig. So, 100% Gesundheit, 100%, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 89 Geborgenheit, warum? Dinosaurier-Statistik anzeigen, das haben wir noch gar nicht gemacht.
Aber man kann sich ja, wenn ich den Dino anklicke, im Prinzip die Statistik nochmal anzeigen lassen, um genau einen Blick zu kriegen. Gesundheit, Nahrungszustand, Wasserzustand, fühlt er sich geborgen oder nicht? Ja, Grasland, Wald, Bestand, er möchte also mehr Bestand haben. Ich brauche noch mehr Triceratopsens. Wie viel haben wir denn eigentlich? Sind wir bloß zwei, oder? Ja, siehst du? Das kriegen wir doch hin. Triceratops. Da ist er. Ausprobieren. Oh, den können wir sogar schon wieder freilassen. Ach, schön. So, wie fühlt sich denn der Bursche? Oh, gerade so. Also könnten wir ruhig auch noch einen von haben. Oh, Grasland findet er okay. Wald. Ja, auch okay anscheinend. Nahrung, Wasser, alles gut. Wunderbar. Das ist schön. Triceratops ist noch dabei. So, wir könnten ihm ja auch noch einen Kumpel geben. Na klar. So. Das Forschungsteam ist auch schon wieder da. Gewinn pro Minute. Oh, 224.092. Das ist doch super. Das sieht gut aus. Und wir brauchen wieder Futter. Futter ist alle. The Merricks. Die kriegen jetzt langsam was zu tun. Reagiere auf Nachschubanfrage. Ja, die Dinos, die wollen ja natürlich auch futtern. Fossilienzentrum, gucken wir nochmal rein. Sehr gut, Dracorex-Fossil, DNA extrahieren. Sogar hohe Qualität und gute Qualität. Und ein Dino ist wieder fertig. Oh nein, fehlgeschlagen. Dafür ist der Triceratops fertig, den ist gerade frei. So, der macht da sein Ding. Und ist denn der andere jetzt hier vom Zaun weg? Nein, immer noch nicht. Er ist ein bisschen weiter weg. Vielleicht kriegen wir das jetzt doch schon hin mit dem Elektrozaun. Ja, jetzt klappt's. Sehr gut. Jo, und hier hinten ist ja quasi schon ersetzt. Wunderbar. Das ist schön. Angeblich soll der Elektrozaun ja die Stöße verringern. Ich bin gespannt. Edmonto Struziumimus. Da erfahren wir nochmal ein bisschen. Ich möchte den mal auf 100% kriegen. Das ist ja der, den wir eigentlich am weitesten schon haben. Und ein bisschen Forschung können wir ja noch betreiben. Nebenbei. Gebäude-Upgrades. Dadurch, dass wir jetzt doch öfter mal ausrücken müssen, könnte man ja auch die Betäubungspräzision noch mal ein bisschen skillen. Das hat bei dem kleinen Strotio ganz schön lange gedauert, bis sie den mal vernünftig getroffen hatten. Und wir können ja ein neues Gebäude bauen, nämlich Sturmabwehrstation. Bietet Gebäuden in der Nähe Schutz vor Wetterschäden. Das wäre vielleicht hier hinten beim Hotel gar nicht so schlecht. Ja, oder? Das Hotel ist ja so überhaupt gar nicht geschützt. So. Ja, ist vielleicht ein bisschen nah am Strommasten, aber geht schon. Weg. Wir bauen natürlich einen Weg. So. Und was man sowieso nochmal machen könnte, wir haben ja jetzt nicht bloß den schmalen Weg, sondern auch die breiten Wege. Und wir haben kunstvolle Wege. Wie breit ist denn eigentlich... Alter Schwede. Ja, brauchen wir nicht so viele Zuschauer, haben wir jetzt auch nicht. Aber die Wege können wir ja durch kunstvolle Wege auf jeden Fall mal ersetzen. Sieht vielleicht doch ein bisschen schicker aus. Ja, sieht es. Da-da-da-da-da-da-da.
Zuschauer sollen ja auch sagen können, wow, die haben ja keine Kosten gescheut. So, die haben wir. Oh, und ich höre schon den Hubschrauber, er kommt schon wieder zurück. Gerade zum Hotel, das soll ja schon ein bisschen prunkvoll aussehen. Und die rennen hier wirklich schon lange, obwohl hier eigentlich nichts ist, was man sich angucken könnte. So, das ist ja alles schon fertig. So, so, so. Na gut, die gucken sich das Kraftwerk an, warum auch nicht, ja. Was man hier hinten auf jeden Fall noch bauen könnte? Oh. Insel freigeschaltet. Isla Muerta. Cool. Ja, Standort C, allgemein bekannt als Isla Muerta, eine neu entwickelte Insel. Der Name bedeutet grob übersetzt, und damit meine ich wirklich grob, die Insel der Toten. Passend. Irgendwie sogar humorvoll. Das stimmt, irgendwie passt es. Cool, neue Insel, Isla Muerta. Ja, Tropenstürme, öffnen sie ihre Schutzräume, um ihre Gäste vor gefährlichen Stürmen zu schützen. Hatten wir bis jetzt ja noch, Gott sei Dank, noch nicht. Verwaltung des Ranger-Teams und der, keine Ahnung, bewältigen sie die Krisen im Park und reparieren sie Sturmschäden, indem sie die Ranger- und ACU-Teams Aufgaben zuweisen. Den. Gefährliche Krankheiten, erforschen sie Heilmittel für die neuen Krankheiten auf dieser Insel. Okay, nee, wir bleiben jetzt aber erstmal hier. Ja, die neue Insel gucken wir uns später an. Ich bin hier noch lange nicht fertig. Ich will ja hier noch richtig eskalieren. Wie eskalieren wir denn als erstes? Forschung. Nochmal Forschung ansehen. Hier mit Bakterien und so weiter. Was war denn das eigentlich? Medizinische Behandlung. Na gut, haben wir jetzt noch nichts. Ich glaube, wir sind hier auch bald am Ende. Wenn wir hier alles erforscht haben. Gebäude ist ja auch noch nichts großartig. Gebäude-Upgrades. Man könnte jetzt hier noch Unterhaltungskosten reduzieren. Machen wir auch. So. Treffsicherheit hat auch schon zugenommen. Neue Fossilien müssten wir ja jetzt haben. Genau, den Struzio kriegen wir bestimmt noch auf 100%. Und jetzt schicken wir die nochmal los. Ceratosaurus. Den will ich auch ein bisschen höherer Güte haben. So. Die Zuschauerzahl nimmt jetzt nicht unbedingt stetig zu. Aber für die Gäste kann ich ja noch ein bisschen was bauen. Ein Hotel haben wir. Schutzraum. Fastfood-Restaurant muss natürlich auch hier in der Nähe sein vom Hotel. Am besten gleich gegenüber. So. Und zack. Da muss natürlich noch ein Weg ran. Ja. Einmal frei. Und was fehlt denn hier hinten noch? Souvenirläden fehlen hier noch. Nee, Strom muss er natürlich auch noch kriegen. Souvenirladen, drehen wir den so rum. Ah, drehen wir so rum, oder? Drehen wir so rum. Ach komm, machen wir schräg. Müssen ja nicht mal alles parallel zu den Wegen bauen. Jetzt sind ja da eigentlich keine Grenzen gesetzt. So. Könnte natürlich hier auch nochmal einen Weg hinbauen. Oh, Futterstationen müssen aufgefüllt werden. Na, dann machen wir das doch. Das ist wieder ein Job für die Mavericks. So, wo müssen sie denn hin? Da müssen sie hin. Kümmere mich um Futterstationen. Oh, und schon wieder ein toter Dino. Triceratops. Okay. Und da die hier sterben wie Fliegen... Produzieren wir mal ein bisschen Vorrat.
Tja, das ist irgendwie ein teurer Spaß, nicht? Unterwegs, um Produkt abzuholen. Oh, Forschungsteam kommt auch schon wieder zurück. Was ist denn eigentlich mit diesen Souvenirläden? Kann man da auch noch irgendwas angucken? Betriebseinnahmen 15 Dollar, Betriebskosten 11 Dollar. Na gut, also mache ich da auf jeden Fall schon mal Profit. Das ist doch schön. Ah, oh, immer so niedriger Güte. Wassersäuger-Fossilien. Na gut, kann man ja verkaufen. Und schon wieder wird einer. Der bewegt doch den Kopf. Na gut. Edmontos sind ja jetzt auch noch keine Verluste großartig, glaube ich, oder? Nee, geht. So, das ist ja Insel Nummer Uno, Nummer 1. Fastfood-Restaurant ist da, Souvenirladen ist da. Es ist alles da. Strom hat er auch. Tja, na gut. Dinosaurier kann freigelassen werden. Und lauf. Dinosaurier gedeihen nur bei optimalen Umweltbedingungen. Oh, Bestand, kann es sein, dass die gar nicht so viele haben wollen? Ach toll, Edmonto ist auch schon wieder tot. So, der kann auch freigelassen werden und Edmontosaurier brauchen wir ja dann auch wieder. Und einer kann wieder abtransportiert werden. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Eieiei. Des Produkts, das hört sich auch immer so gemein an. Aber unsere Finanzen laufen natürlich gut, ja. Aber das hat nicht geklappt. Wie sieht das aus mit den Fossilien? Okay, das ist schon erforscht. Dann gucken wir mal, wie das aussieht mit unserem Ceratosaurier. 72% ist jetzt halt nicht der Knaller, nee. Aber die halten durch, die halten wirklich lange durch. So, Savannenmuster. Mal gucken. Wie der denn ausschaut, was? 687.000 für einen Ceratosaurier. Produkttransport wird durchgeführt. Krass. Oder ist jetzt doch schon einer tot? Nö. Nö. Alles gut. So, Expeditionskarte ansehen. Was? Soundeffekt? Okay. Ach du Scheiße. Hubschrauber. Aufgabe hinzufügen. Dinosaurier betäuben. Oh, Geborgenheit. Die Geborgenheit berücksichtigt folgende Faktoren. Offene Graslandschaften, Schutz durch Bewaldung, soziale Gruppen und Anzahl der Tiere in einem Gehege. Jede Spezies hat unterschiedliche Toleranzgrenzen für die einzelnen Faktoren. Wenn die Gesamtgeborgenheit unter dem Schwellenwert liegt, versuchen alle Dinosaurier auszubrechen. Sie zerstören Zäune und verletzen Gäste. Habe ich einen Triceratops zu viel? Verstanden. Scheibenkleister. Tja, Leute, dann macht mal. Fangt den mal wieder ein. Ach so, und die Merricks, die müssen ja auf jeden Fall auch nochmal Bescheid kriegen, dass die den Zaun wieder fertig, also wieder heile machen. Bestätige Anfrage für Reparaturtrupp. Verstanden.
Und Futter muss aufgefüllt werden. Ist der jetzt schon betäubt? Ja, ist er. Sehr gut. So. Produkt wird eingesammelt. Der muss natürlich wieder zurück. Was haben wir da? Ach, ein Struzio. Hole Produkt ab. Okay. Alter Schwede, das, also wenn das jetzt eine größere Insel wird, dann hat man da einigermaßen zu tun, muss ich mal sagen. So, die Merricks. Ich muss jetzt das Futter erstmal wieder auffüllen. Ja, hier holt einer den Toten ab und einer holt das ab. Stromausfall, geil. Und nu? Wer hat das Licht ausgeschaltet? Hilfe, neu starten? Ranger-Station neu starten. Stromausfälle sorgen von Zeit zu Zeit für eine reduzierte Leistung aufgewerteter Kraftwerke. Sabotage kann Kraftwerke lahmlegen und dazu führen, dass Gehegetore für einen gewissen Zeitraum geöffnet werden. Alter Schwede. Wählen Sie mit R eine Ranger-Station aus und ordnen Sie einen Neustartauftrag an, um die Funktionalität des Gebäudes wiederherzustellen. Transportiere Produkt. Ja, klasse. Produkt in der Luft. Ja, aber welches ist es denn jetzt? Da hinten. Alles klar. Ranger. Aufgabe hinzufügen. Mach das. Anfrage bestätigt. Ja. Und danach das auffüllen, bitte. Okay, jetzt muss ich mal bei den Triceratops gucken. Bestand, der ist halt wirklich unzufrieden, ja. Verdammt. Das sind zu viele. Das wusste ich ja nun nicht, dass die nicht so viele haben wollen. Verdammt. Zugestellt. Das heißt, die könnten uns eventuell doch noch mal ein bisschen Stress machen. So, okay, jetzt haben wir erstmal, glaube ich, das Nötigste wieder erledigt. Ja. Gut, wunderbar. Eieiei. Dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle erstmal wieder einen Cut und eine Folge mache ich, denke ich mal, zu dieser Insel noch. Und dann überlege ich, ob wir noch zur zweiten Insel kommen oder nicht. Aber hier sage ich jetzt erstmal wieder Tschüss. Roger, Control, deploying non-lethal countermeasures. Control, we have eyes on the asset.